Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Icewind Dale. So, dann geht's jetzt mal wieder zurück ins Barbarenlager. Ich habe jetzt leider auf Anhieb nichts mehr an Rüstung gefunden. Dann muss das wohl so gehen. So. Bin jetzt eigentlich mal gespannt. Ich kümmere mich drum. Okay, wir können mit dir noch reden. Jetzt wollte ich schon wieder hier Fremdling. Ich kann ihn nicht hier reinlassen. Geht. Ich ersuche eine Audienz mit Wülfdin. Mit welchem Recht? Ich habe die Tempos-Prüfung bestanden und bewiesen, dass ich zu höheren Berufen bin. Jetzt ist es an der Zeit, dieser Berufung zu folgen. Ja, vielleicht ist es Zeit. Möge Tempos weiterhin über euch wachen. Kommt, ich bringe euch zu Wülfdin. Okay. Was wollt ihr hier, Fremdling? Dieses Mal ist kein Schamane da, hinter dem ihr euch verstecken könnt. Ich war bei der Seherin in der Eishöhle oder der Eishöhlen. Sie schickt mich zu euch. So, so. Ihr verliert einen Schamanen, der euch schützt. Und jetzt versteckt ihr euch hinter einem anderen. Und warum schickt sie euch zu mir? Um euch dieses Geschenk zu überbringen, Wülfdin. Ein Spiegel aus Eis. Um mir einen Spiegel zu schenken? Ihr amüsiert mich, Fremdling. Weder ich noch mein Volk haben für so etwas Verwendung. Spiegel sind ein Spielzeug eures Volks. Sie dienen der Eitelkeit von Narren und Weibern. Warum sollte die Seherin mir so ein Ding schenken? Das ist doch garantiert irgend so ein Fremdlingstrick, um mich zu töten. Ihr erhofft euch wohl mehr Erfolg als euer Vorgänger. Ihr sagt, ich verstecke mich hinter einem Schamanen. Aber die ganze Zeit versteckt ihr euch hinter einem Wall von Worten. Wofür fürchtet ihr euch? Ich bin Wülfdin, gesegnet und geleitet vom Geiste Jerots. Ich fürchte nichts und niemanden, Fremdling. Das behauptet ihr. Und doch erscheint euch ein einfacher Spiegel so fürchterlich. Ich sehe ganz furchtlos hinein. Seht ihr? Ha! Und was seht ihr? Welche Wahrheit wird euch enthüllt? Ich sehe einen Mann, der sich selbst akzeptiert, ob gut oder böse. Ein Mann, der die Wahrheit seines eigenen Spiegelbildes fürchtet. Ich frage mich, was würde der mächtige Wülfdin wohl sehen? Was wohl? Wülfdin wird die Wahrheit seines Spiegelbilds sehen, Fremdling. Er wird einen von den Toten auferstandenen König sehen. Das Erstehen einer großen Nation und den Sieg seines Volkes. Er wird sehen, wie 10 Städte vom Angesicht Färüns getilgt werden. Zeigt mir den Spiegel und seht einen König. Schaut tief hinein, Wülfdin. Zeigt uns die Wahrheit eurer Worte. Euer Spiegel ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ein Spielzeug, das... Nein. Oh nein! Das darf nicht sein! Was habe ich getan? Diese grässliche Gestalt entweiht meine Würde und Ehre. Genug! Weg mit dem Spiegel! Okay, ihr habt Wülfdin bloßklar die Identität der Drachenkönigin Ikazarath enthüllt. Würde und Ehre war... Ah, der Anblick schmerzt, nicht wahr, arme Seele? Ich kenne den Schmerz nur zu gut. Und sich zu sehen, wie man wirklich ist, das ist das Schmerzlichste von allem. Seht in den Spiegel, Kreatur, die ihr Wülfdin seid. Seht die Wahrheit. Seht euch selbst. Was weißt du schon von Schmerz, du Hexe? Ich hielt den Norden in meinen Klauen. Wenn ich die Flügel ausbreitete, verdunkelte sich das Antlitz der Welt. Ich war eine Göttin! Ein Mann, ein einziger Mann hat mir all das genommen. Mein Leben, meine Liebe, alles, was ich war! Aionen, ich verfluche dich und die Deinen! Der Tag wird kommen, an dem ich die Menschheit auslösche. Und mit dir fange ich an, du Hex. Wartet, Wülfdin. Stopp.
Es ist vollbracht. Liegt still, Seherin, eure Wunde ist tiefer. Möglicherweise können wir euch noch retten. Dies ist eine Wunde der Zeit. Sie kann nicht geheilt werden. Meine Zeit ist abgelaufen. Es war sehr mutig von euch herzukommen, Seherin. Ich dachte, ihr wärt völlig von der Todesangst besessen und würdet uns nicht helfen, Würfdin gegenüberzutreten. Ich habe festgestellt, dass sich Angst, Todesangst, nur schwer überwinden lässt. Aber ich werde nicht zulassen, dass die Hoffnung meines Volkes und die des euren von der Angst einer alten Frau zunichte gemacht werden. Der Tod holt uns alle. Und ich kann ihn sogar sehen. Jetzt heiße ich ihn willkommen. Leb wohl, Seherin. So, ihr fetzt euch jetzt, wie mir scheint. Das heißt, einmal buffen und gucken, was wir hier alles platthauen können. Zack. Ich bin hier. Zack. Woll. Bereit. Bereit und willig. Dann könnt ihr mal da drauf hauen und ihr könnt doch ein bisschen weitermachen. Ich bin bereit. So, mal gucken, ob das klappt. Ja, hat funktioniert, sehr schön. Zack. Nun sollst du bezahlen. So. Können wir irgendwas looten? Ja, tatsächlich. Jawohl! Cool. Mantel aus gewobenem Haar. Sehr gut. Okay. Speichern wir den Spaß mal ab und gucken, was es dann da draußen noch alles erwartet. Wir müssen uns jetzt durchs Lager kämpfen, ne? Ich werde hier mal kurz aufräumen. Jo. Wir haben ja tatkräftige Unterstützung. Netterweise. Jawohl! Versöhn dich mit deinen Göttern. So, die Herren. Bleib im Schatten, Freund, und die Schlacht wird gewonnen werden. Ja, ja. Ist in Ordnung. So. Was wäre dann das? Ihr fetzt euch schön. Ordnung. Gut, wir können theoretisch, glaube ich, raus, oder? Hier noch irgendwo Gegner. Da ist noch jemand. Hier, hinter, heiligste Mann, bringt den gerechtesten Sieg. So, ihr seid alle Freunde, ihr nicht. So, viele. Das sind tatsächlich relativ viele. Attacke! Aber sollten wir platt kriegen. Da, die Attacke! So, sehr schön. Okay, der Stamm des Elchs hat über den Stamm des großen Würms gesiegt. Cool. Waren das jetzt tatsächlich alle? Schauen. Na doch, die haben hier ordentlich aufgeräumt. Na gut. Dann plündern wir gerade mal noch eine Runde. Ob die irgendwas Tolles dabei haben und ich will wissen, ob ich hier rasten kann. Nee. Na gut, erstmal aufsteigen. da können wir nicht weiter. Mal die großen Schwerter.
So, du darfst nochmal. Und das war's jetzt aber. Soll ich dir mal meinen Riemen zeigen? Ja gut, ist halt die Frage, ob sich das so wirklich lohnt. Ich glaube, Bluten bringt bei euch nichts. War hier noch was? Da können wir wieder raus. Ihr habt es geschafft, meine Freunde. Der verderbte Geist ist aus Wilfdens Körper geflohen. Eure Heldentat wird für alle Zeit von meinem Volk besungen werden. Leider aber ist eure Reise noch nicht zu Ende. Dieser Geist, diese böswillige Seele eines großen Würm, ist zwar vom Schlachtfeld geflohen, aber sie ist immer noch frei, um ihrem Drang nach Schrecken und Vergeltung nachzugehen. Ich fürchte, dass die Gefahr seiner Rückkehr wie eine Wolke des Bösen über den Köpfen meines Volkes hängen wird, bis wir ihn zur Strecke gebracht und vernichtet haben. Ich möchte euch bitten, noch einmal die Waffen gegen diesen alten Hass zu ergreifen, damit mein Volk und euer Volk schließlich in Frieden leben können. Wir würden gerne helfen, aber wie ihr selbst gesagt habt, der Geist ist geflohen. Wie sollen wir wissen, wohin? Ich habe erfahren, dass Wilfdin gerade vor 2 Tagen befohlen hat, mit einem Schiff 1 Dutzend Jungfrauen auf eine Insel im Treibeismeer zu bringen. Die Insel war einst eine heilige Stätte, an dem ein alter Stamm seinem Schutzgeist, dem großen Würm, Opfer darbot. Der alte Stamm ist vor langer Zeit ausgestorben und mit ihm der Brauch, Jungfrauen zu opfern, um den großen Würm zu besänftigen. Ich glaube, dass der Geist, den wir heute vertrieben haben, und der alte Geist des großen Würm ein und derselbe sind. Deshalb hat Wilfdin solch ein Opfer angeordnet. Ihr glaubt also, der Geist könnte auf diese Insel geflohen sein? Ja, ein Schiff liegt bereit, um euch auf die Insel zu bringen. Die Krieger des Stammes des Grauen Wals, unsere seefahrenden Vettern im Westen, sind bereit, euch den Weg zu zeigen. Also wir sind noch nicht gerade für diese Aufgabe bereit. Ich verstehe. Mit einer solchen Aufgabe ist nicht leichtfertig umzugehen. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr zu eurer Vorbereitung braucht. Kommt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid. Und ich werde euch zu eurem Schiff bringen. Danke, lebt wohl. So, ich will mich nämlich erst hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas Tolles hier mitzunehmen. Bei euch ja eher nicht so. Meine Füße tun mir weh. Können wir uns erst ausruhen? Ja, ja. Ich muss eine Pause machen. Sehe ich vielleicht aus wie eine mondsüchtige Marionette? Tag. Ich muss mich ausruhen. Und das ist mit Korn gefüllt. Werd ganz schön müde. Oh ja, guck mal. Gürtel? Cool. Ich bin erschöpft. Das war nur jemand finde, dass er das dann auch mal wieder... Okay, dann soll ich vielleicht die Fässer mal durchgehen. Der das halt auch wieder identifizieren kann. Noch was? Denke. Und kann ich die schon mal wegpacken? So viel dann dazu. So, habt ihr denn sonst noch was Tolles hier rumfliegen? Vielleicht? Ich muss mich ausruhen. Erschöpfung kann im Kampf tödliche Folgen haben. Hier war ich schon dran, oder? Ja.
wir den Gürtel gefunden haben. Da ist erstmal nix. Aber da leider auch nichts. Doch dann nicht so ergiebig, wie ich es gehofft habe. Ist hier noch irgendwas Tolles? Langschild. Normaler Lederwams, ja. Das was, glaubt, das lohnt sich nicht, den mitzuschleppen. Das können wir dann eventuell verkaufen. Aber das, was wir gerade haben, ist etwas besser. Noch was zum Plündern? Hallo? Ein Ring. Sehr freundlich. Ich brauche Heilung. Ach, Jorn, okay. Ich hoffe, der kann auch identifizieren. Jetzt haben wir. Lagener Lederwams, erstklassiges Schwert. Ich bin dein Mann! Ach ja, ich werde mich darum kümmern. So, achso, warte mal, wir können ja auch mal wieder das Ding nutzen. Wie kann ich helfen? Wie du wünschst. So, nimm mal hier die Sachen mit. Ja, du hast so eine Menge. Also, Stauraum. Frage ist, wie viel Platz hast du denn noch? Da waren wir dran, oder? Ja. Okay. Lass uns doch drin nochmal nachschauen. Ich bin mal gespannt, was die Barbaren dann dazu sagen, wenn wir mal ihr Lager plündern. So, hallo, hallo. Ja, Bären und Elche. Reis mit Müll verdreckt. Naja, geht. Du, Jorn? So. Okay, hier drin ist nichts. Ja, dann Abflug. Du hast aber auch einen Namen. Kommen wir da denn nicht hin? Also erst da raus, da rein, dann hinten nochmal raus. In Ordnung. Du kannst mir fast zu. Heil den Errettern, ihr seid die wahren Helden. Ihr habt es vor einem schrecklichen Fehler bewahrt. Ich bin Rionen Walzorn vom Stamm des Großen Wals. Wir stehen in eurer Schuld. Was wisst ihr denn über Wülfdin? Über den Mann Wülfdin weiß ich nichts. Die Stämme des Bären und des Großen Wals sind in vielen Dingen anderer Meinung. Über das Wesen, das sich Wülfdins Körper bemächtigt hat, kann ich euch aber vielleicht etwas sagen. Bitte fahrt fort.
Als der Geist in Wüftins Körper sprach, bezeichnete er sich als Göttin. Am Treibeismeer haust ein enttarnter, ein entarteter Stamm, der Stamm des großen Würm. Er verehrt einen weißen Würm, der in den Fluten lebt. Was ist dieser Würm? In Legenden heißt es, dieses Wesen sei Ikasaracht, die Mutter und Königin aller Würmer im Norden. Wir glauben, sie wurde vor vielen Generationen von einem Fremdling im Streit mit um den Nischersee erschlagen. Vor kurzem begann der Stamm wieder, ihr zu opfern. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Stamm glaubt, dass Ikarasach zurückgekehrt ist. Sie bringt ihre Opfer zu einem riesigen Eisberg im Treibsandmeer. Dort überlassen sie dann ihrem Tod. Okay, könnt ihr uns zu dem Ort führen? Ja, dann, später Bescheid. Ist ein XP mitgenommen. Und hier ist aber auch nichts mehr. Ja. Tja, wo ist denn dieser Jorn? Zu deinem Befehl. Ich kümmere mich drum. Oder wir gehen halt schnell nach Kuldaha. Jawohl! Nicht nach Kuldaha, nach Einsamwald. Es soll ich glaube, das geht schneller, als wenn wir jetzt hier das Lager noch irgendwie beim Durchsuchen. Besser draußen. Halt schauen. Alles ist in Ordnung. Euer Schiff liegt bereit, um euch auf die Insel des großen Würm. Ja. Ich verstehe. Mit einer solchen Aufgabe ist nicht leichtfertig umzugehen. Ja, deswegen nehmt würde ich mich so gerne vorher Zeit, noch mal ausrüsten. Eurer Vorbereitung braucht. Ist kommt nicht Jorn, oder? Zurück, wenn ihr bereit seid. Und ich werde euch zu eurem Schiff bringen. So, ihr habt dem Stamm einen großen Dienst erwiesen. Jawohl. Wirft den, nee. Ja, war zu erwarten, dass ihr da nicht allzu viel zu sagen habt. Na dann kommt. Alle mal hierher, bitte. Na gut, wir könnten auch noch nicht rüberreisen. In Ordnung. Ah ja, dann möchte ich mich nämlich erst nochmal hier eine Runde heilen. Und Sachen identifizieren lassen. Was kannst du eigentlich gerade mal machen? Dann pennen wir noch eine Runde und dann geht's langsam ab. So, kommt. Auf. Die Pflicht ruft. Da bist du. Ach, du kannst dich identifizieren. Okay. Dann warte mal, verkauf mal du dein Schild. Dann sind wir den nämlich schon mal los. Oder willst du nicht? Es soll geschehen. Aber hier, der Kieran kann bestimmt identifizieren. Würde ich jetzt mal schätzen. Er kennt sich doch bestimmt mit sowas aus. Die Pflicht ruft. So. Hallo? Ja, ist ja gut. Na dann. Ja, etwas teurer, aber wie gesagt, an Geld mangelt es mittlerweile ja nicht mehr. Gürtel. Knochengreise, Geht den Langschild leider nicht. Im Ring aus, der geht. Okay, mehr auf Rüstung. Und dann verkaufen wir den Schild einfach so, ist ja egal.
So, der Knochengürtel. Hast du schon einen Gürtel an, meine Liebe? Hast du nicht, dann kriegst du das direkt mal. Obwohl, warte mal, nee, du kannst sowieso wiederbeleben. Du kriegst mal den Gürtel, dann haben wir nämlich zwei Leute, zwei, die wiederbeleben können. Ich meine, ich brauch's eh nicht, weil ich ja nochmal neu lade jedes Mal, wenn mir der Charakter stirbt, aber warum eigentlich nicht? So, du hast jetzt zwei Ringe an. Du kannst noch einen Ring nehmen. Dann bist du extrem gut geschützt. Das Inventar ist voll. Moment. Ach stimmt, du hast ja auch noch Zeug zum Identifizieren. Moment. Bereit und will keine leichte Aufgabe. Das ist doch schön. Aber ja, dann kommen wir, glaube ich, auch wieder ganz gut. Denn dann wird jetzt der Rest der Folge noch ein bisschen Inventarmanagement betrieben und dann in der nächsten Folge dann mal rüber. Ne, trinken wollte ich eigentlich nicht. Also zumindest nicht in-game. Okay, das geht leider nicht. Verdammt, ich muss hier noch mehr Leute suchen, die mir das identifizieren können. Kannst du das denn kaufen wenigstens? Nee, geht auch nicht. Na gut, dann pack vielleicht noch ein bisschen Zeug in die Tasche. Wenn mal ein bisschen Platz herrscht, gib den Ring ab. Okay, das geht nicht. Geht auch nicht. Den Ring jemand nehmen oder was? Du hast schon zwei Ringe. Auch nicht. Dann verkauf man halt. Schade. Ach genau, was macht der Klagen der Jungfrauen? Nun gegen alle auf Furcht beruhenden Wirkung. Okay. Ist gar nicht mal schlecht. Oh, der ist aber verflucht. Naja, wird schon passen. Mein Schwert gehört dir. Wird schon irgendwie passen. Geschehen. Ah, Waglan. Seid gegrüßt, Fremde. Mein Name ist Waglan. Ich bin ein kleiner Schreiber und Gelehrter aus der Stadt Luskan. Ich bin gerade in eurer schönen Stadt angekommen und habe etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Auskünfte geben, die mir bei meiner Aufgabe helfen. Hey, was für Auskünfte sind das denn? Ich bin auf der Suche nach einem alten Kollegen. Ich hörte, er hätte sich hier in der Gegend niedergelassen. Da dachte ich mir, ich schaue einfach mal bei ihm vorbei und überrasche ihn. Ein bisschen über die alten Zeiten plaudern und so, ihr wisst schon. Ist denn dieser Kollege, den ihr sucht? Der Name ist Alaskanda. Ich würde mich allerdings nicht wundern, wenn er inzwischen seinen Namen geändert hat. War noch nie sehr beständig. Wenn er euch schon einmal begegnet ist, würde ihr euch bestimmt an ihn erinnern. Er ist recht dünn, hat dunkles Haar und ist zu Ende 40. Er ist ein recht guter Zauberer. Warte mal. Hat der nicht gesagt, der Kieran, dass er noch von seinen alten Leuten, also von den Leuten verfolgt wird? Ist die Frage, soll man jetzt verraten oder nicht? Das können wir mal, ich bin kein Zauberer, müsste ich in der Stadt irren, könnten wir halt machen. Oder wir sagen halt, das ist ja, der Wirt vom galgenden
Vom pfeifenden Galgen. Halt dann die andere Möglichkeit. Tja. Ich überleg's mir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.